Erinnern Sie sich noch an Marko Arnautović? In seiner Bundesliga-Zeit sorgte der Österreicher nicht nur auf dem Platz für Schlagzeilen. Vor ein paar Tagen ist er jetzt innerhalb der Premier League für sage und schreibe 28 Millionen Euro zu West Ham United gewechselt. Man weiß, heutzutage sind die Preise der Spieler und die Zahlen der Spieler sind natürlich unmenschlich. Das hat natürlich auch mit meiner Leistung zu tun in den letzten 3 Jahren. Und ja, wie ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht, ja, ich bin nicht günstig. Aber jemand wird das schon zahlen. Der wirklich nicht günstige Marko Arnautović stellt mit den 28 Millionen sogar einen Rekord auf. Kein Österreicher hat bislang mehr Geld auf dem Transfermarkt bewegt. Mit seinem neuen Club West Ham befindet er sich zurzeit im Trainingslager in Rothenburg an der Wümme, ganz in der Nähe von Bremen. Arnautović erinnert sich an seine Zeit bei Werder nicht nur wegen des Fußballs. Wie jeder weiß, habe ich geheiratet in Bremen, ich habe meine Frau dort kennengelernt. Wäre ich nicht hier bei Bremen, hätte ich auch meine Kinder und meine Frau nicht. Also das heißt, was Schönes hatte ich dort schon mitgenommen. Natürlich, dass dort viele Sachen gegeben hat, was halt nicht so schön war, das war natürlich schade. Aber ich denke, ich hatte trotzdem gute Zeit bei Werder, ich hatte große, gute Leute um mich um. Aber auch eine Zeit, in der nicht alles optimal lief und Marko Arnautović häufiger für Schlagzeilen abseits des Platzes gesorgt hat. In Bremen war man deshalb 2013 nicht unglücklich, dass der Österreicher den Verein für 2,5 Millionen Euro Richtung Stoke City verließ. Was für eine Wertsteigerung von 2,5 auf 28 Millionen in 3 Jahren. Für den 28-Jährigen sind seine Eskapaden im Rückblick nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch eine der Mentalität. Und die scheint in England besser zum Stürmer zu passen. Natürlich wirst du erkannt, aber da sprinten jetzt nicht die Leute zu und sie sagen dir, hauen die was Schlechtes am Kopf oder wollen die ganze Zeit etwas wissen. Und das war in Deutschland schon der Fall. Das heißt, in Bremen spazieren gehen zu können, das war schwierig in dieser Zeit. Jetzt ist es ja nicht mehr so. Ne? Jetzt ist es ja anders und jetzt sehen wir einen anderen Marco. Weil ihr habt ja immer geschrieben von Anfang Saison, ist es der neue Arnautović. Jede Saison immer das Gleiche. Das brauchst du jetzt nicht schreiben. Eine Rückkehr in die Bundesliga hält Arnautović aktuell für unwahrscheinlich. Doch ausschließen will er es auch nicht. Die letzten Jahre hatte ich auch kein Angebot aus Deutschland. Ich denke, die Deutschen wollen mich gar nicht mehr. Aber nach einem 5-Jahres-Vertrag bin ich auch schon 33. Da glaube ich nicht mehr, dass mir irgendein deutscher Verein nimmt. Aber kann sein, weiß man nicht.